Hallo Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Sandmännchen und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen die neue Holiday Skin LE von Catrice ausprobieren. Eine Skincare LE. Wenn du da Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben eine Skincare LE, die ihr vielleicht sogar schon in den Läden gesehen habt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist sehr schwierig, eine Review, ein First Impression zu einer Skincare LE zu machen. Dazu kann ich an sich, könnt ihr hier erst was in einem Monat sagen. Ich kann euch nur einen ersten Eindruck geben und wir können eben diese Tools zusammen ausprobieren. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich geplant hatte, das vor dem Schlafengehen zu filmen, wo ich das auftrage und dann euch in der Früh quasi nochmal ein Update zu geben. Aber das hat gestern nicht geklappt. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es schon ohne euch ausprobiert. Okay, sorry. Jedenfalls habe ich aber gedacht, okay, das ist trotzdem ganz interessant. Das machen wir nochmal zusammen, das Auftragen. Und ich kann euch trotzdem schon mal die erste Nacht nach diesen Produkten beschreiben. genau, es gibt drei Tools im Prinzip. Es gibt diesen Serumpinsel, der so aussieht. Habe ich schon benutzt, habe ich wieder eingepackt. Es gibt diesen Spachtel, wie nennen die das? Spatula Brush. Okay, ist kein Brush, das ist einfach nur ein Spachtel, um Produkt rauszuholen. Und es gibt diese lustige Kühlkugel, die packen wir auch gleich aus. Es gibt ein Serum mit Ceramiden und Yuzu und Squalan. Genau die gleichen Inhaltsstoffe sind in der Maske. Und dann gibt es noch eine Lippenpflege. Bist du speziell für... es ist eine Reset Lip Mask. Genau. Und ich glaube, die ist auch für nachts gedacht. Mit Kollagen auf jeden Fall. Genau, wir werden das ausprobieren. Ich sag euch dann am Schluss, wie es eben nach der Nacht war, nach der ersten. Das erste, was ich ausprobieren werde, ist dieses Hydro Plumping Hydrogel Lip Patch. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich jetzt auf. Ich hatte die Sache übrigens bei Catrice bestellt. So. Also es ist etwas glubschig und flupschig, das aufzukriegen. Aha, es geht dann so auf. Und das liegt auf einer Schicht. Dann ist dieses Gel-Ding und darüber ist noch eine Schicht. Ich übersetze mal. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aha, okay, 10 Minuten soll man das drauf lassen. Und wie geht's dir so? Schaut mal, ich habe entdeckt, dass da, dass da so ein Loch drin ist, wo man reden kann. Das ist zu lustig. Sieht doch echt ein bisschen Michael Myers mäßig aus. Ey, wir können mal zusammen das Thumbnail machen. Das Bild für das Video, weißt du? So. Na, das ist ein gutes Thumbnail, oder? Das passt schon. So, jetzt ist die Zeit um. 10 Minuten. Ich liebe ja diese Gel-Dinger, ne? Das ist eine riesige Materialverschwendung, würde ich sagen, weil es so ein Einmalteil ist, aber die fühlen sich geil an. mein Mund fühlt sich ja schon gepflegt an, aber ich weiß nicht, ob es da ein Lippenpflegestift nicht auch getan hätte. Oder vielleicht sogar das hier. Es ist eine lustige Erfahrung, aber es ist schwierig, damit zu sprechen. Okay, dann probieren wir mal das Serum aus. Warte, ich mache mir kurz die Haare aus dem Gesicht. So, besser. Es ist allerdings zu kalt hier. Ich kann nicht ohne Schal
hier sitzen. Das ist mir zu frisch. Okay, genau. Wir haben das Renew Face Serum mit Skorlan, Ceramiden und Yuzu. So sieht das aus. Und ich muss sagen, das Packaging von der ganzen LE ist super, super hübsch. Was ich aber immer so ein bisschen schwierig finde, sind Skincare-LEs grundsätzlich. Weil was ist denn jetzt, wenn ich das richtig toll finde und dann kriege ich es nicht mehr? Ist doch doof eigentlich. Also ich finde Skincare-LEs schwierig. Vor allem, weil man das natürlich sehr viel schneller aufbraucht als Schminke zum Beispiel, als eine Lidschattenpalette. Aber Catrice hat das schon öfter gemacht, dass sie Sachen, die sie in einer LE hatten, dann ins Standardsortiment gebracht haben. Von dem her, ich hoffe, die Sachen sind gut und ich hoffe, das machen sie so auch. Denn, was mir diesmal besonders gut gefällt, ist, dass alles komplett unparfümiert ist. Also diese Produkte, selbst das Lippenzeug, ja, unparfümiert. Nichts davon ist mit Duft. Wobei man hier das Yuzu rausriechen kann, aber ich glaube, es ist trotzdem parfumfrei. Steht nichts vom Parfum drauf. Ja, das finde ich super. Gut, dann probieren wir das Serum aus. Ich meine, ich habe es schon ausprobiert und ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr reichhaltig. Und was wir auch ausprobieren werden, ist dieser Serum Brush. Das ist im Prinzip ein Stippling Brush. Siehst du das? Das hat hier diese längeren Haare und kürzere Haare. Normalerweise ist bei einem Stippling Brush dieser Teil Echthaar und dieser Teil synthetisch. Hier ist es ganz synthetisch, das ist auch in Ordnung, man braucht keinen Echthaarpinsel für Serum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man überhaupt einen Pinsel für Serum braucht. jedenfalls, ich tuffe mir das jetzt mal hier so auf meine Hand und dann gehe ich hier mit dem Pinsel rein und verteile das. Was gestern das erste war, was passiert ist, ist, dass ich so ein Haar von dem Pinsel auf dem Gesicht hatte. Aber es war nur ein Haar. Ja, hier riecht man ganz klar das Yuzu. Und das ist wirklich mega reichhaltig, dieses Serum. Das ist nicht leicht oder gelig oder so. Das fühlt sich an wie ein Öl, ehrlich gesagt. Was ich geil finde, weil ich super trockene Haut habe. Aber ich glaube, für Leute mit öliger Haut wäre das nicht so angenehm. Ich weiß, dass ölige Haut braucht auch Feuchtigkeit, aber Öl ist nicht Feuchtigkeit, ne? Und ich glaube, bei diesem Produkt ist das ist eher für trockene Haut optimiert. So, jetzt habe ich es mir eingearbeitet und mein Gesicht fühlt sich super ölig an, super, super ölig. Das liegt an dem Squalan da drin, da bin ich ziemlich sicher. Und ich finde es super. Ich finde es super. Ich mag das gern, aber das mag sicherlich nicht jeder. diesen Pinsel halte ich für relativ sinnlos, ehrlich gesagt. Das hätte ich auch einfach in meine Hände tropfen können und so auftragen können. Und da wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. Aber das probieren wir zum Schluss aus, okay? jedenfalls, genau, ist mein Gesicht jetzt, fühlt sich eingeölt an. Und dann schauen wir uns doch mal diese Overnight Spa Face Mask an. Ich werde jetzt nicht schlafen gehen, aber eigentlich macht man es vorm Schlafen gehen. Und auch das Serum würde ich definitiv nur vorm Schlafen gehen benutzen, weil es super ölig ist. Und dann wird er weder eine Foundation draufhalten, noch irgendwas. Außer du gehst danach, keine Ahnung, raus in den Schnee und es ist richtig kalt und du willst es so ein bisschen als Schutz für die Haut. Da kann ich es mir vorstellen. Es ist halt wirklich einfach fettig. So, diese Creme, also beziehungsweise diese Maske, sieht so aus, ist so rosa und die ist sehr, sehr glubschig. Also in dem Fall ist es gar nicht so blöd, mit so einem Spachtel zu arbeiten. Und ich mache mir die hier jetzt auch kurz auf den Hand drücken. Genau, denn da ist ja noch ein Tool in der LE und zwar dieses Ding. Und wie gesagt, das ist ein Spachtel, kein Pinsel. Das ist einfach so ein Spachtel halt, mit dem du dir das ins Gesicht streichen kannst. Das machen wir jetzt mal. Ich nehme das hier aus dem Deckel noch so. So. Und dann versuche ich mal, das hier so aufzustreichen. Ehrlich gesagt braucht man nicht so viel. Das muss nicht irgendwie da deckend drauf sein. Ich verteile es nur mal ein bisschen. Hier habe ich irgendwie einen Pickel, ne?
Ach ja. Also eingearbeitet kriegt man das damit in die Haut nicht. Man streicht es eigentlich nur rum, wenn ich jetzt das hier wieder so, dann könnt ihr, siehst du, dann kann ich es hier wieder so abziehen. Zum Einarbeiten würde ich dann doch die Hände nehmen, aber ich finde zum Auftragen ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Und bei so für so eine Wash-Off-Mask, also so eine Maske, die man abspült, mag ich diese Spachtel auch gerne. Ich habe da schon welche davon. Und ja, diese Maske, finde ich, fühlt sich wahnsinnig gut an, ehrlich gesagt. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Die ist nicht so ölig wie das Serum, sondern fühlt sich eher so gelig leicht an. Und auch kein Geruch. Mega hübsch verpackt. Wie gesagt, zur Wirkung kann ich nichts sagen. Das müsste ich viel länger ausprobieren, um das beurteilen zu können. Aber ich kann sagen, es fühlt sich sehr angenehm an. So, dann lass uns dieses Ding ausprobieren, um die Angenehmigkeit noch zu steigern. Angenehmigkeit, ich und meine Wörter. Ja, das ist ein bisschen oberfancy eingepackt. Also ich weiß nicht, ob das sein hätte müssen. Das ist sehr viel Plastik. Jedenfalls ist hier dieser kleine Zauberstab drin mit Glitzer. Das ist natürlich wahnsinnig süß. Das darf auf gar keinen Fall meine Tochter finden, weil sonst ist das Ding kaputt. Und ja, damit soll man sich das Gesicht so massieren können, unter den Augen Lymphdrainage betreiben. Im Prinzip das Gleiche, was man mit diesen Jade-Rollern macht. Ich finde es vor allem sehr schön kühlend. Es kühlt schön. Und ich mag das total gern. Also so kühlende Sachen. Das finde ich sehr angenehm. Vor allem, wenn man Kopfweh hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich Kopfweh habe, dann lege ich mir immer diese Icepacks, die man im Kühlschrank hat, diese mit der blauen Flüssigkeit, die lege ich mir dann immer auf die Stirn. So. Bin ich schon schöner? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen großen Effekt auf die Haut hat. Also das hier, ne? Ich denke, das ist eher ein Wellness-Ding im Sinne von, das ist angenehm. Ich finde es total angenehm, aber ich glaube nicht, dass es irgendwelche Falten wegmacht. Vielleicht so ein bisschen Schwellungen unterm Auge, weil das halt eben kalt ist. Ein Löffel aus dem Kühlschrank tut es auch. Aber das ist hübscher. Und das ist dieses Bakrylglas. Kann ich auch nicht aussprechen. Ja, man bräuchte zwei, ehrlich gesagt. Das ist komisch mit einem irgendwie. Man hat das Bedürfnis, das eigentlich symmetrisch zu machen. Eins ist zu wenig. Das ist doof. Warum ist das kein Doppelset? Auf Instagram haben sie doch auch immer zwei davon und machen so. Naja, aber ich muss zugeben, ich mag das Ding echt gern. Vielleicht hole ich mir sogar echt noch eins. Don't schlag me, aber ich glaube, dass die vergleichsweise günstig sind. Ich glaube, von den anderen Herstellern waren die alle bisher sehr viel teurer. Deswegen gönne ich mir, okay? Ich gönne mir. So, dann haben wir noch ein letztes Produkt und zwar die Lippenmaske. Und die ist ganz witzig. Also, die hat wie mehrere Produkte jetzt schon von Catrice diesen Deckel. Den kennt ihr schon, vielleicht. Und einfach nur so eine Tube, also kein so ein Lippenstück. Das heißt, man drückt es hier raus und das ist komplett transparent. Siehst du das? Das ist so ein transparentes Gel. Und so unspektakulär. Es hat keinen Geruch. Das ist ein bisschen wie, ja, wie Vaseline oder sowas. Es ist fettig. Es ist schön dick, super angenehm. Ich glaube, bei rissigen Lippen mega parfumfrei. Aber nichts, wozu ich mehr sagen kann, außer dass es das ist. Und dass es sehr süß verpackt ist. Ne? Es ist hübsche Verpackung, die ganze LE gefällt mir optisch sehr gut. Es ist halt eine Skincare-LE. Naja, gut, ich habe dir jetzt trotzdem meinen Senf dazu gegeben. Ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß bei dem Video. Meine Haut, ah, das wollte ich dir noch erzählen. Als ich in der Früh aufgewacht bin, hat sich meine Haut sehr gut durchfeuchtet angefühlt, tatsächlich so, als hätte ich am Abend davor eine sehr reichhaltige Creme oder Maske aufgetragen, wo man dann am nächsten Tag noch merkt, so, ah, die Haut ist richtig schön, ja, so durchfeuchtet eben, so gut
mit Feuchtigkeit versorgt. Ich kann es nicht anders sagen. Genau das gleiche Gefühl hatte ich heute Morgen auch und so fühlt sie sich jetzt auch an. Es fühlt sich mega angenehm an. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob es irgendwelche mein Hautbild verbessert, meine Falten wegmacht, mich 20 Jahre jünger macht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich alles nicht sagen. Ich finde es allerdings sehr angenehm und werde es weiter benutzen. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Fazit. So viel Fazit, wie ich eben geben kann, ne? Also, diese Lippenmaske ist eher eine Spielerei. Das ist ganz lustig, das kann man sich mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das eine große Veränderung hat, ehrlich gesagt. Also, dass es irgendwie groß was macht. Das Serum finde ich ist sehr angenehm. Es ist aber wirklich sehr, sehr reichhaltig und ölig. Das sollte man mögen. Zu dem Serum, den Pinsel, brauchst du nicht. Ganz ehrlich, du brauchst du nicht. Ich weiß nicht, ob man den für irgendwas anderes zweckentfremden kann, vielleicht für einen Flüssigblush oder so. Als Serum pinselt man braucht es nicht, ganz ehrlich. Diese Overnight Spa Gesichtsmaske fand ich wahnsinnig angenehm. Die werde ich definitiv weiter benutzen. Ich werde sie nicht jeden Tag benutzen, aber eben an so Tagen, wo ich das Gefühl habe, meine Haut ist sehr trocken und spannend oder so, freue ich mich auch drauf. Und hier ist dieser Spachtel zum Rausnehmen tatsächlich ganz sinnvoll, weil das sehr flutschig ist, das Zeug. Über Nacht Lippen Maske kann man immer gebrauchen oder auch tagsüber. Hier steht nichts von über Nacht. Jedenfalls, ich mag sie gerne. Ich finde also die werde ich mir auch auf eingerissene Fingernägel und so, also so Nagelhautstellen und sowas drauf machen. Die finde ich, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dieses Ding finde ich leider geil. Finde ich leider geil. Ah, ist schön kühl. Ich weiß nicht, ob man es haben muss. Ich muss das haben. Und ich glaube, ich muss noch ein zweites haben, ehrlich gesagt. So, das war mein Senf zu dieser Geschichte. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht, auch wenn es dir ja nicht mega hilfreich war. Ich hoffe, du lässt mir einen Daumen da und einen Kommentar sowieso. Hast du auch schon was von den Sachen ausprobiert? Oder hast es vor? Oder hast es eben nicht vor? Ja, dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Mm-hmm.